Hallo, ich möchte euch heute Original Rust vorstellen. Original Rust ist ein Granulat, das sehr grobkörnig ist. Und für den Auftrag auf verschiedenen Materialien geeignet ist, um den Rosteffekt nachzuempfinden. Normalerweise ist es beim Rosten ja so, dass man einen langwierigen Prozess in Kauf nehmen muss, um diesen Effekt auf dem gewünschten Material zu erhalten. Das entfällt bei Original Rust dadurch, dass eben, sobald es mit Feuchtigkeit in Verbindung kommt oder eben auf die Oberfläche aufgetragen wird, genau diesen Rosteffekt empfindet. Ihr seht hier, wie sich die Flüssigkeit genau wie Originalrost aussieht. Es lässt sich mit den Fingern aufnehmen und auf die Oberflächen auftragen. Ich werde euch jetzt zeigen, wie sich das Material verarbeiten lässt und wie einfach und schnell so ein verrosteter Hintergrund gestaltet ist. Ich habe mir zwei Döschen vorbereitet mit dem Original Rust. Einmal, wie es original kommt, leicht feucht, und einmal etwas angefeuchteter, etwas stärker, so dass auch ruhig ein bisschen Wasser drin steht. Ich mag es, wenn es etwas feuchter ist für den Farbauftrag. Ich arbeite mit den Fingern. Es ist keine Gefahr für die Haut oder sowas vorhanden. Und zwar fange ich als erstes an, meinen Hintergrund mit Alufolie zu bekleben. Ich habe dafür Alufolie von der Rolle, die schon selbstklebend ist, und reiße die jetzt in Stückchen und bringe diese so auf den Hintergrund auf. Wie gesagt, ich reiße sie einfach in verschieden große Stücken, klebe sie auch leicht überlappend, damit man eine Struktur erhält zusätzlich, um den Rosteffekt nachher zu verstärken. Ihr seht, einfach übereinander kleben, immer reißen, kann ruhig unregelmäßig sein, die Kanten. Und dann bezieht man einfach nach und nach das ganze Blatt, auf dem man nachher den Hintergrund gestalten möchte. Man kann ruhig auch kleine Lücken lassen, man muss nicht wirklich komplett sein, weil je nachdem, wie der Untergrund beschaffen ist, hat man nachher zusätzliche Effekte. Damit das jetzt nicht zu lange dauert, habe ich einen Hintergrund schon vorbereitet, der schon mit Alufolie beklebt ist. Ich zeige es euch jetzt hier nochmal. Ihr könnt ja schon sehen, wie überlappend das ist. Und hier kann, wie gesagt, ruhig der Bereich offen bleiben. Das macht nachher nichts, es gibt nochmal einen zusätzlichen Effekt. Ich nehme jetzt mal meinen vorbereiteten Hintergrund. Ich habe hier praktisch eine DIN A4-Seite schon einmal vollflächig beklebt. Wie gesagt, immer schön überlappend und eben auch mit weißen Elementen vom Grundpapier. Diesen bestreiche ich jetzt mit schwarzem Gesso. Muss gar nicht dick sein, darf auch unregelmäßig sein. Das Silberne von der Alufolie darf ruhig ein bisschen durchscheinen. Und so wird er komplett bestrichen. Man kann natürlich auch ohne das Gesso arbeiten und direkt auf der Alufolie. Dann wirkt der Rost etwas heller und gibt, wie gesagt, nochmal einen anderen Farbeffekt. Deswegen ruhig auch ein paar Bereiche nicht ganz schwarz machen mit dem Gesso, sondern eben ruhig offen lassen. Wer zu viel Gesso drauf hat und nachher nochmal ein bisschen mehr Struktur haben möchte, kann einfach über das Gesso nochmal mit einem Feuchttuch rübergehen oder mit einem trockenen Tuch, wenn es noch feucht ist, und nochmal wieder ein bisschen Farbe abnehmen und so nochmal ein bisschen Struktur reinbringen.
So. Wie gesagt, wenn euch jetzt das ein bisschen zu viel ist, nehmt ihr einfach ein Tuch und geht ruhig nochmal hier rein und verschiebt die Farbe nochmal. Wenn die Farbe schon trocken ist, dafür einfach ein Feuchttuch nehmen. So kann man nochmal zusätzliche Straffuren in den Hintergrund bringen. Hier nochmal Blick drauf. Ihr seht an den einigen Stellen, dass die Alufolie noch durchscheint, an einigen anderen Stellen ist das Gesso etwas stärker und so entsteht schon mal ein ganz neuer Effekt, wenn wir jetzt gleich das Original Rust auftragen. Ich habe mir der muss jetzt einen Augenblick trocknen, damit es nicht zu lange dauert, habe ich mir einen schwarzen Hintergrund schon vorbereitet. Der ist ebenfalls genauso gestaltet, wie ich es euch gerade gezeigt habe und bringe nun das Original Rust auf. Ich fange als erstes an mit dem etwas feuchteren Material, was ich mir bereitgestellt habe, gehe mit dem Finger rein und habe dann diesen feuchten Farbe, sage ich jetzt mal, das Original Rust, dieses Granulat an den Fingern und trage dieses jetzt hier auf. Und wir können schon sehen, dass das Papier rostet. Könnt ihr den Effekt sehen, ja, ne? Und so gestalte ich nun den kompletten Hintergrund. Ich nehme dafür immer wieder mit den Fingern das Granulat auf, das feuchte Granulat, und treibe das über die Oberfläche. Wenn ihr das über die Oberfläche reibt, stellt ihr fest, dass wirklich diese kleinen Körner sich ganz allmählich unter den Fingern auflösen und so unterschiedliche, eine unterschiedliche Färbung hergeben. Je nachdem, wie stark ich es dann auch ausstreiche, wird es dann etwas heller oder etwas kräftiger vom Farbton. Hier könnt ihr nochmal schauen, in dem Alufolienbereich, der nicht mit schwarzem Gesso abgedeckt ist, könnt ihr sehen, dass es etwas heller ist, der Rostauftrag, und bei dem schwarzen Gesso ist er etwas kräftiger, intensiver durch den dunklen Untergrund. Zwischendurch nehme ich auch mal etwas von dem etwas trockeneren, das bleibt dann auch an dem feuchten Finger gut haften und lässt sich dann eben auch etwas intensiver auf der Oberfläche verteilen. Trocknet dann natürlich auch ein bisschen schneller, weil es ja nicht ganz so feucht ist wie das andere Material, was ich mir bereitgestellt habe. Ich wechsle das auch gerne ab, ziehe es auch nochmal über das andere drüber, um dann nochmal ein bisschen die Farbe schangieren zu lassen von dem Rost. Und ihr werdet sehen, dass sich das wirklich wie Rost anfasst an einem Auto oder an einem anderen Material, was ihr zum Rosten gebracht habt. Das Schöne daran ist, ihr habt wirklich diesen Effekt sofort, ihr müsst nicht lange warten, das geht ratzfatz, wie ihr seht. Und bringt wirklich viel Spaß und einen schönen, wundervollen Effekt. So gestaltet ihr nun die komplette Fläche von eurem Hintergrund oder die Bereiche, die ihr gerne gerostet hättet. Und dann lässt sich der Hintergrund ganz normal wie jeder andere
Hintergrund verarbeiten. Wichtig ist, dass man vor der Weiterverarbeitung die Oberfläche fixiert. Dafür sollte es komplett trocken sein. Und ähnlich wie mit Pastellkreide, wobei das hier etwas intensiver auf der Oberfläche liegt. Aber eine Fixierung sollte man trotzdem auf jeden Fall vornehmen, damit die Oberfläche oder dass das Granulat auf der Oberfläche gebunden ist. So, jetzt habe ich gleich den Hintergrund komplett fertig. Dann kann man ihn schön weiterverarbeiten. Ich kann euch auch gleich nochmal zeigen, wie die Farb, wie der Rost nur auf der Alufolie wirkt, wenn er halt nicht schwarz unterlegt ist mit dem Gesso. Und je nachdem, wie intensiv ihr diesen Effekt haben möchtet, wipt ihr das Material auf die Oberfläche oder feuchtet es wieder an und zieht es wieder ein bisschen runter. Man die unterschiedlichen Farbnuancen im Rost erkennen. Und der Hintergrund ist fertig. Wie gesagt, fixieren nicht vergessen und dann kann man darauf weiterarbeiten. Wenn ich jetzt nur, ich nehme hier ein Beispiel von vorhin, da haben wir ja nur ein paar Alufolienstreifen drauf, zur Verarbeitung verwende, dann wirkt natürlich der Rost im Vergleich viel heller, viel bräunlicher. Und hat natürlich einen ganz anderen Effekt, Farbeffekt, als auf dem schwarzen Untergrund und auf dem dunklen Untergrund. Lässt sich auf allen Materialien aufbringen. Desto glatter die Oberfläche, desto vorsichtiger oder langsamer muss man arbeiten. Überschüssiges Pulver einfach, Granulat einfach abschütteln. Und hier seht ihr, im Vergleich nochmal, wenn es direkt auf die Alufolie kommt, wenn der Auftrag getrocknet ist, kann man natürlich nochmal eine weitere Schicht mit dem Rostgranulat auflegen und man hat wirklich den Eindruck, als wenn es Originalrost ist. Ich zeige es euch nochmal im Vergleich. Könnt ihr den Unterschied, glaube ich, ganz gut erkennen, die Wirkung. Ja, das war es erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr werdet eben so viel Spaß mit dem Original Rust haben wie ich. Ich bin total begeistert und werde sicherlich noch ein paar Hintergründe machen. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel hier noch, ein ITC gestaltet. Der Hintergrund kann dann im Anschluss ganz normal bestempelt werden. Natürlich, desto dunkler der Untergrund, desto hellere Farben muss man zum Stempeln verwenden. Oder eben mit anderen Materialien wie Mica oder Papier da im Hintergrund weiter bearbeiten und Figuren aufbringen. Hier ist er nochmal ohne drauf, nur schon mit einer Buchseite fixiert. Man kann ganz normal drauf kleben. Und ein goldener Stempelabdruck und dann zum Beispiel auf dem Mica-Element, das lässt sich dann nachher im Anschluss noch draufkleben. So kann man natürlich dann weiterarbeiten und entsprechend auch nur Bereiche gestalten. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit Original Rust und würde mich freuen, wenn man von euch auch mal was sieht und ihr schreiben könnt, dass ihr ebenso viel Spaß damit habt. Okay, bis dann. Tschüss.